Nicht? Wir dürfen das nicht. Ist es besser? Gar nichts ist besser. Aber... es geht nicht. Du hast recht, es geht nicht. Zumindest nicht jetzt. Wenn ich jetzt abreise, dann bleibe ich bestimmt mein Leben lang einsam und allein. Baby, sehr viele Menschen träumen eine ganze Menge. Ich zum Beispiel, ich habe gestern davon geträumt, einen 8000er zu besteigen. Und ich mache mir nichts aus Bergsteigen. Ich kann aber ganz gut zwischen Quatsch und wirklich Wichtigem unterscheiden. Ja, wie oft hast du eigentlich diese zukunftsweisenden Träume? Ganz selten. Aha, verstehe. Ja, bisher so 5, 6 Mal. Aber es ist immer alles eingetreten, was ich vorhergesehen habe. Offensichtlich hat sich die Tagzahl in den letzten Wochen erheblich gesteigert. Debbie, bitte. Bitte, kann es sein, dass du in erster Linie Angst vor deinem Studium, vor deinen Prüfungen hast? Das kann nur jemand sagen, der wirklich keine Ahnung von seiner Tochter hat. Debbie, ich habe mir nur Sorgen gemacht. Ich bin die Beste in meinem Semester. Es tut mir leid, ich möchte dich auch nicht kritisieren, aber wir müssen alles, jetzt... Alles, was du nicht unter das Mikroskop legen kannst, das ist dir nicht geheuer. Ich gebe zu, ich tue mir etwas schwer mit solchen übernatürlichen Phänomenen. Ja, wenn du ganz ehrlich bist, dann hältst du das alles für totalen Schwachsinn. Dabei hast du gerade im eigenen Leibe erfahren, dass ich recht hatte. Du kannst zwar wieder sehen, aber du bist völlig blind für alles, was wirklich wichtig ist. Debbie. Debbie! Ja, es ist aber nicht so einfach, den Krentlinger und ihre Tochter auseinanderzubringen. Dann strengen Sie sich an. Der Krentlinger ist total eifersüchtig. Der lässt Sibylle ja nicht mal 2 Sekunden aus den Augen. Mein lieber Herr Steindle, Sie sind doch nicht auf den Kopf gefallen. Sie werden doch mit diesem einfachen Stallburschen irgendwie fertig werden. Ja, aber er weiß auch, dass Sibylle mal total in mich verliebt war. Und sobald ich in ihre Nähe komme, funkt er dazwischen. Dann überlegen Sie sich was. Sie sind doch sonst nicht so zimperlich in der Wahl Ihrer Mittel. Ich werde bestimmt nichts Kriminelles machen. Sie halten Erpressung also nach wie vor für ein Kavaliersdelikt? Ich tue doch schon, was ich kann. Und ich erwarte ein positives Ergebnis. Ja, aber das braucht mal Zeit. Sie wissen, was Ihnen sonst blüht. Ein längerfristiger Aufenthalt hinter schwedischen Gardinen. Ach, toll. Ah, hallo, da bist du ja. Ich habe dich überall gesucht. Ja, auch eine Spitzenkraft braucht meine Kreativpause. Ja, und ich brauche unbedingt deine Hilfe. Das kann ich ihm für dich tun. Ich möchte Jakob unbedingt was zu unserer Verlobung schenken. Aha, ja. Jetzt soll ich dir verraten, was sich der Krentlinger schon seit Ewigkeiten wünscht, oder? Ja, du bist doch auch ein Mann. Okay, ich werde mir bestimmt was einfallen lassen. Danke. Professor Chen hat mich vorhin angerufen. Er ist vor einer halben Stunde in München gelandet und schon auf dem Weg in die Klinik. Oh, dann geht es also los. Wir machen einen großen Schritt nach vorne, Herr Zastor. Wenn jemand Sie erfolgreich operieren kann, dann ist es Professor Chen. Ich habe im Internet einiges über ihn gelesen und er scheint seinen Job zu verstehen. Ja. Und obwohl er ein äußerst beschäftigter Mann ist, reist er extra aus Paris hierher, weil er bei Ihnen eine reelle Heilungschance sieht. Ja, oder ein interessantes Forschungsobjekt. Der Mann ist Arzt. Sein erklärtes Ziel ist es, Patienten das Leben zu retten. Die OP ist für übermorgen früh angesetzt. Was? Übermorgen schon? Wir haben keine Zeit zu verlieren, das wissen Sie. Vorher möchte Professor Chen Sie natürlich persönlich untersuchen. Das sollte so schnell wie möglich stattfinden. Jetzt stehen die wichtigsten Tage meines Lebens an. Zuerst heirate ich morgen die Liebe meines Lebens und dann... Und dann tun Sie das, was getan werden muss, damit Sie noch sehr viel Zeit mit der Liebe Ihres Lebens verbringen können. Sie sollten Professor Chen vertrauen. Er hat bereits das ein oder andere kleine Wunder vollbracht. Naja, bei mir müsste es ein ziemlich großes sein. Sie entschuldigen mich kurz. Natürlich. Markus, wo bist du? Hey, Eva,
Ich habe doch gerade den Termin mit Dr. Brunner. Und? Keine Sorge, es läuft alles nach Plan. Dr. Chen ist bereits in der Klinik und erwartet mich. Pass auf, ich bin hier am Tennisplatz. Ich wäre in 5 Minuten bei dir, dann fahren wir zusammen hin. Nein, danke, das ist nicht nötig. Dr. Brunner begleitet mich. Bist du sicher? Ja. Wir sind quasi schon auf dem Sprung. Okay, dann pass auf dich auf. Eva. Ja? Ich liebe dich. Ich liebe dich mehr als mein Leben. Ich liebe dich auch, Markus. Wie schäbig von mir. Markus liebt mich so sehr. Doch sehnt sich alles in mir nach Robert. Aber Markus, die Wahrheit sagen. Nein, das darf ich einfach nicht. Es würde ihn kaputt machen. Er würde wahrscheinlich die Operation sofort verweigern und hätte überhaupt nichts mehr, was ihn am Leben hält. Was mit Robert und mir ist, das darf jetzt keine Rolle spielen. Markus muss wieder gesund werden. Das ist das Einzige, was zählt. Wie kann sich etwas bloß so falsch anfühlen, wenn es doch auf der anderen Seite unbedingt sein muss? Natürlich werden Sie am Anfang auf Ablehnung oder zumindest auf Unverständnis stoßen. Schauen Sie, meine Frau, von deren Schweinsbraten ich fast 40 Jahre der allergrößte Fan war, meine Frau hat auch gemurrt. Aber inzwischen profitiert sie von meiner neu gewonnenen Energie im Alltag. Ayus bedeutet im Indischen Wissen. Veda, Leben. Und je mehr man über den eigenen Körper weiß, umso leichter ist das Leben. Dank meiner Ernährungsumstellung weiß ich, wie gut es tut, ein bisschen besser auf sich zu achten. Und ich kann Ihnen nur Mut machen, es auch zu versuchen. Tja, also, das war's. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Herr Sonnbichler, großartig. Sie haben uns ja sofort in Ihren Bann gezogen. Ach, ich habe doch nur von meinen eigenen Erfahrungen erzählt, sonst nichts. Ja, aber genau das war's. Keine langweilige Faktendrescherei, sondern mitten aus dem Leben. Also, mich haben Sie sofort überzeugt. Aber wer hätte ahnen können, dass das jemals notwendig sein würde, nach Ihrem ersten Abend bei uns? Mein Antrittsbesuch mit Marie bei Ihnen damals, ja, der Abend verlief nicht ganz optimal. Ja, die Hildegard hatte einen sensationellen Schweinsbraten gemacht. Und Sie haben uns als kleines Dankeschön einen energischen Vortrag über Blutfette und Cholesterinwerte gehalten. Ich musste sich richtig Mühe geben, dass der Abend nicht kippt. Ja, ich war damals einfach noch nicht so weit. Sehen Sie, und jetzt haben Sie mir die Augen geöffnet. Ab sofort sind fettige Fleischpflanzen wieder tabu. Weiß da Ihre Frau auch schon davon? Ja, ich denke mal, Tanja zieht mit. Sicher. Also die Hildegard hat noch ein bisschen Probleme, sich mit der ayurvedischen Küche anzufreunden. Wenn es mit Tanja Probleme gibt, dann schicke ich sie einfach zu Ihnen. Mit Ihrer Überzeugungskraft, da ziehen Sie meine Frau doch ruckzuck auf unsere Seite. Ja, jetzt ist es aber gut mit den Komplimenten, sonst glaube ich sie am Ende noch. Also. Herr Zastrow, ich muss leider noch mal zurück. Ich habe die Unterlagen für Professor Chen in Ihrem Zimmer vergessen. Ja, dann gehen Sie doch bitte alleine. Ich warte so lange.
Ich habe gehört, morgen ist dein großer Tag. Du heiratest endlich Eva. Ja, das ist richtig. Und da nimmst du dir ausgerechnet den Arzt, der dir überhaupt nicht helfen konnte, als Trauzeuge. Wie kommst du darauf, dass Dr. Brunner mein Trauzeuge sein könnte? Ihr wirktet sehr vertraut. Außerdem, warum ist der gute Mann sonst hier im Hotel und nicht in seiner Klinik? Dr. Brunner hat endlich einen Chirurgen gefunden, der es wagt, die Operation zu machen. Oh, dann scheint er ja über gute Kontakte zu verfügen. Ja, er hat freundlicherweise alle Hebel in Bewegung gesetzt, um mir zu helfen. Und dafür bin ich ihm natürlich sehr dankbar. Natürlich, ja. Wann soll das sein? Übermorgen. Was? Einen Tag nach seiner Hochzeit? Da bleibt mir ja nur übrig, dir für beides Glück zu wünschen. Für die Hochzeit und für den glücklichen Ausgang der OP. Danke. Fragestunde beendet. Ich wollte nur nett sein. Wer weiß, wie oft man sich in diesem Leben noch sieht? Wolltest du nicht abreisen? War der Flieger überbucht? Herrlich. Was für Luxusfummel sich hier die Ladies da aus Hollywood immer reinquetscht. Du hast doch keine Ahnung von Mode, oder? Oh, ich hab dir noch gar nicht gratuliert. Wozu? Dazu, dass du deinen Vater tatsächlich gerettet hast. Ja. Anscheinend interessiert es hier niemanden. Doch. Mich? Also ich finde das super, wenn man in die Zukunft schauen, also beziehungsweise träumen kann. Ja? Das hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Ach so, du meinst meinen kleinen Scherz mit der gefährlichen Joggingrunde. Ja, das war nicht wirklich nett, aber ich konnte ja nicht ahnen, dass da was dran ist an deiner Träumerei. Ich habe wieder was geträumt. Die Lottozahl? Wir machen einfach halb-halb. Du denkst wieder mal ans Geld. Nein, hier guck, ich denke auch an Frauen die ganze Zeit. Jetzt sag dir mal, was hast du geträumt? Wenn ich es dir sage, dann lachst du mich bestimmt aus. Nein, großes Portiers-Ehrenwort. Ich habe geträumt, dass ich hier am Fürstenhof meiner großen Liebe begegnen werde. Guck, und ich im letzten Traum, letzte Woche, da war ich mit zwei Blondinen auf einer einsamen Insel und ich sitze aber immer noch hier. Ja, nur das, was ich träume, geht in Erfüllung. Das ist wahrscheinlich der Unterschied. Und wie sah aus dein Traummann? Ja, ich weiß es leider nicht genau, ich habe ihn nur von hinten gesehen. Ja gut, dann könnte es ja quasi jeder Typ hier in Bayern unter 40 sein. Nein, er hatte dunkle Haare. Ach Gott, deswegen, Gott sei Dank. Dann sind wir schon bei 60%. Ja, und er trug einen Siegelring am kleinen Finger. Der linken Hand, hier. Schick. Ein bisschen altmodisch, ne? Nö, ich finde das irgendwie klasse. So europäisch. Fast schon adelig. Ja, viel Glück. dieser Siegelring, wie sah der aus? Beschreib den nochmal. Warum? Damit ich weiß, dass es sich um deinen Traummann handelt, wenn ich ihm begegne. Ich weiß nicht, wie der bis sich das vorstellt. Bis jetzt so lange am Fürstenhof bleiben, bis sich irgendein Mann in sie verliebt, oder? Das ist doch absurd! Wieso? Deine Tochter hat eben eine sehr romantische Ader. Unrealistisch, das wäre treffender. Tanja, bitte, ja. Ihr versteht euch doch gut. Sie vertraut dir. Kannst du ihr nicht bitte irgendwie klar machen, dass ihr Studium ein bisschen wichtiger ist als dieses Hirngespinst vom Traumprinzen? Ich fürchte, nein. Mensch, in der Bissalter gibt es nichts Wichtigeres als Männer, das weißt du doch. Großartig. Ey, wenn du deiner Tochter den Glauben an die Liebe zerstörst, dann kriegst du es mit mir zu tun, hast du gehört? Außerdem solltest du ihre Träume nicht so abtun. Ich meine, ein Unfall ist das beste Beispiel. Ja, ich... Nein, es... Wohin soll das Ganze führen? Ja, bitte frag mich doch nicht, du bist der Vater. Du musst dir einen Kompromiss vorschlagen, mit dem sie leben kann. Ganz einfach. Wie soll der aussehen?